Vorbereitungen für Unges Pengste, die laufen gerade im vollen Gange. Und für mich wird heute ein richtiger Traum wahr, nämlich eine Designerin wird mich heute mal einkleiden, damit ich auch gewappnet bin, modisch gewappnet bin für das große Fest. Und sie wird uns mal erklären, was die neuesten Trends sind und vor allen Dingen, worauf man beim Kleiderkauf achten sollte. Also die Kunden, die zu mir kommen, das sind eigentlich Kunden, die haben Figurprobleme, dass sie nicht einfach von der Stange kaufen können. Oder es sind Kunden, die ganz bestimmte Vorstellungen haben von Farbe oder Material. Und da kann ich dann natürlich sehr schön individuell drauf eingehen, ihre Wünsche dann umsetzen. Sehr figurschmeichelnd. Hat ein bisschen was von der Meerjungfrau, ne? Also ich finde, das Kleid gefällt mir optisch total gut. Ich muss aber sagen, ich fühle mich hier so ein bisschen eingeengt. So ein bisschen. Oh, das ist eine Reaktion. Sehr damenhaft jetzt. Wirklich sehr damenhaft, ja. Aber tolle Farbkombination. Ja. Es ist extrem schick, finde ich. Also es ist, da könnte man jetzt auch zu einem königlichen Anlass gehen. Man ist ja Unges Pengste auch, wenn man so nimmt. Aber ich würde fast sagen, dass es mir ein bisschen ist vielleicht noch für die Dame, die noch mal 10 Jahre älter ist. Herumlaufen, nie, nie vor, rückwärts gehen. Das Kleid natürlich quasi so. Ja, genau. Und dann trittst du nicht auf die Schleppe drauf. Ja, der Trend ist natürlich, sehr viel mit Spitzen zu arbeiten. Ob das jetzt in jeglicher Farbe, ob es jetzt transparent oder mit Stoff unterlegt ist, aber Spitzen ist einfach der Trend. Also Fazit zu diesem Kleid ist, Farbe ist top, Schnitt ist auch gut, aber es ist ein bisschen frei oben. Ich nehme alles zurück, das ist es. Ja, alles zurück. Das ist ja der Hammer. Ja, aber das ist jetzt auch so ein richtiger Mädchentraum, finde ich. Ja. Und ich finde, Unges Pengste und Schützenfeste, das ist ja schon auch ein bisschen Prinzessin sein. Und dazu finde ich, passt so ein Kleid echt extrem gut. Thank you.
sagen, ich habe jetzt mein Kleid für Ungespengste gefunden. Und ja, es war spannend, einen Einblick zu bekommen, was es eigentlich alles so an unterschiedlichen Kleidern und Stilen gibt. Und ich freue mich auf die Saison.